Hoffenheim empfängt Wolfsburg. Es ist eine Premiere in der Liga. Zum ersten Mal spielt die Frauenmannschaft der TSG in der Arena der Männer. Die Anfangsphase gehört den Wölfinnen, die haben mehr Spielanteile. Doch es sind die Kraichgauerinnen, die den ersten richtig gefährlichen Angriff des Spiels initiieren. Corley nicht zu stoppen. Jansen zur Ecke. Corley lässt ganz locker Wilms und Henry stehen. Überragendes Solo. Die anschließende Ecke, ein Fall für Corley. Und Konfusion im Wolfsburger Strafraum. Die Abwehr des amtierenden Meisters in der Anfangsphase nicht immer sattelfest. Der nächste Eckball und der hat es in sich. Naschen Weng. Der Ball ist drin. 1:0 für die TSG Hoffenheim. Der kurze Pfosten ist nicht besetzt und das rächt sich. Kein Bein ist mehr dran. Die Österreicherin Katharina Naschenweng aus der Kategorie frech und präzise. Hoffenheim hat in der vergangenen Saison als einzige Mannschaft Wolfsburg in der Liga geschlagen. Die Führung beflügelt. Naschenweng, ihr Ball auf Lindner. Die nächste Gelegenheit für die TSG, die mit einer 1:3-Niederlage gegen Köln am ersten Spieltag in die Saison gestartet ist. Die Serienmeisterinnen brauchen etwas, um eine Antwort auf den Rückstand zu finden. Pajor, warum denn nicht? Wolfsburg hat 17 von 18 Spielen in der Liga gegen die TSG gewonnen. Dieses Mal sieht es zunächst nicht nach 3 Punkten aus. Die Partie in der ersten Hälfte körperbetont. Wasmuth gegen Tufekovic. Das nächste Duell, ein Dreier-Wolfsrudel gegen Memeti. Auch hier geht es nach einer kurzen Behandlungspause für die Hoffenheimerin weiter. Tommy Strotz, der Doubletrainer der Vorsaison, eine Mimik passend zur Leistung seines Teams im ersten Durchgang. Die zweite Hälfte, Wolfsburg aktiver und auf der Suche nach Möglichkeiten. Huth, Bühler dazwischen, aber wie? Aus Bühlers sehr wackeligen Klärungstart wird die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel für die Wolfsburgerinnen. Das Motto von Gábor Gallas Team im zweiten Durchgang, viel verteidigen und nur selten angreifen, dann aber gefährlich. Hickelsberger, Hartig, Hendrik blockt. Hoffenheim ärgert Wolfsburg auch im zweiten Durchgang richtig. Beim VfL kommt die ehemalige Hoffenheimerin Jule Brandt. Die Wölfinnen weiter die spielbestimmende Mannschaft. Hacke, Hacke, Kunst. Brotlose Kunst, mehr nicht. Pop und Co. versuchen viel, nur wenig funktioniert. Rund 7.100 Fans in der Hoffenheimer Arena sehen eine absolut einseitige Partie. Das nächste Wolfsburger Anrennen. Huth mit ganz viel Platz. Brandt, Latte. Es ist wie verhext an diesem zweiten Spieltag. Die Wölfinnen mit vielen Chancen, aber ohne die nötige Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Die Hoffenheimer Führung wackelt, aber sie hält. Die nächste Ecke. Brandt, Tufekovic. Die Hoffenheimer Torfrau ganz, ganz stark auf der Linie. Tolle Parade gegen ihre ehemalige Teamkollegin. Hinein in die Schlussphase. Weiter Wolfsburger Dauerdruck. Huth, die nächste Flanke. Pop. Hoffenheim nicht klar dazwischen. Roth. 1:1. Die eingewechselte Jill Roth zum hochverdienten Ausgleich. Pops Kopfball kommt über Umwege zur Niederländerin. Und ihr Abschluss ist eiskalt. Ein Tor, das sich angedeutet hat, Hoffenheim in der zweiten Hälfte viel zu passiv. Die 88. Minute. Nochmal Wolfsburg, nochmal Ecke, Huth. Jule Brandt, das 2:1, die Entscheidung. Oberdorf zunächst nur an den Pfosten. Und Brandt ins Glück. Wolfsburg dreht innerhalb von 4 Minuten das Spiel und gewinnt mal wieder gegen Hoffenheim. Zweites Spiel, zweiter Saisonsieg für die Wölfinnen. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und
Schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.